Moment, ich hab's genau gesehen. Solange es keine Spinnchen sind, ist alles gut. Ich hoffe nicht. Du hoffst nicht. Ich weiß nämlich nicht mehr, was hier unten noch alles kommt. Flupp. Ich glaube, das waren aber eher so Leuchtkugeln mit Füßchen. Mhm. Was irgendwie voll cool ist, so in diesem Gebiet, weil ja sonst eigentlich überhaupt keine Farbe da ist. Komm zurück! Das wollte ich übrigens nicht tun. Was ist das? Das gefällt mir nicht. Ein Grimmschlund, der sitzt. Ein Sitzen, ein Fettschlund. Kann ich über das Zeug drüber laufen? Auf dem Boden? Ich hätte jetzt ja gesagt. Das ist quasi nur so Deko. Trotzdem schon gerade ein bisschen. Findest du? Nur ein bisschen. Eigentlich finde ich mich sehr schlau gerade. Da habe ich auch nichts gegen gesagt. Ich finde auch nicht, dass es gecheased war. Das war eine legitime Taktik. Hallo? Okay. Dann so. Sie sehen nichts. Ah, das sind auch diese kleinen Lampen. Aber hier brauche ich keine Lampe, hier ist es einfach nur dunkel. Hm. Toll, jetzt hängt ja an der Decke, da kommen wir gar nicht dran. Ignorieren und weiter? Er schießt einfach permanent, wenn er mich sieht. Okay. Da gibt's für mich nicht so viele Möglichkeiten. Wenn ich mutig bin, würde ich jetzt einfach drüber dashen. Aber wir müssen weiter zurückgehen, damit er nicht am Spucken ist. Hier? Mhm. Einfach nur so, wie gesagt, damit er nicht spucken ist. Nice! Es wird immer schöner. Will ich ihn jetzt eben noch besiegen? Könntest du für die Seele eben noch machen, ne? Kann ich? Hier auch? Ich finde es ja schön, dass deine meisten Dinger nicht nach links gehen können, weil da oben die Wand im Weg ist. Das heißt, du bist da eigentlich an sehr vielen Stellen sehr safe. Außer er spuckt in einem perfekten Winkel. Ja. Der saß da nicht ganz so gut für ihn. Mhm. Weil mit dem Langnagel kam ich auch schon fast so einfach an ihn dran. Na, willst du da drauf gehen und wieder durchdashen? Eigentlich schon, ja. Ich hoffe, das ist keine Falle. Nice! Aber war da noch ein Weg nach unten, als du da drüber gedasht bist? Weiß ich nicht. Ich wollte jetzt erstmal in Sicherheit gehen. Also bei dem nicht. Also vor ihm, zwischen den beiden jetzt, wo du durchgedasht bist, aber... Ja, aber da jetzt wieder hinzukommen, ist ein bisschen schwierig. Wir sehen es ja spätestens auf der Karte. Ja. Jetzt bin ich eh einmal hier. Der ist schon ein bisschen gemeiner. Nein, bin ich einmal aus dem Muster raus. Na, es dauert ein Momentchen. Das Gute ist, dass ich ihn auch von da unten treffe. Also quasi von unterhalb seiner Stufe.
Also man kann die mit Sicherheit auch gut face-tanken, so ist es nicht, aber... Joa. Okay. Was sind das denn für lustige Blobbel? Die erscheinen irgendwie einfach. So ein bisschen wie die Erscheinspinnen. Nur nicht so eklig. Okay. Aber immerhin kann man die ganz gut sehen. Durch ihre Farbe. Man sollte von jedem ranzige Eier kriegen. Nee. Was war? Da waren so kleine Blobbel. Ah. Vielleicht hat Kai einfach jede Menge ranzige Eier in seinem Kühlschrank. Ach, guck mal, jetzt brauche ich die Lampe aber doch. Ja, da oben geht's weiter, aber da komme ich natürlich nicht dran. Ah, die kann ich auch angreifen. Was hast du angegriffen? Die kleinen Blobbel auf dem Boden, die weggelaufen sind. Hab ich gar nicht gesehen. Naja, das wäre wahrscheinlich hier gewesen. Wie die gegen die Wand gelaufen sind. Oh, hier ist so ein Shortcut. Mhm. Zum Anfang. Mhm. Nicht, dass ich es wirklich gut sehen kann. Du kannst ja wieder rüber dashen und zur Bank. Oh. Ach, hier. Weil dann könnte ich nämlich meine Karte auch einmal aktualisieren. Hier, ne? Und das Geld unterwegs noch holen. Wenn ich sehr ruhig abbremsen muss. Genau da. Ich muss nur dran denken, dass ich auf dem Rückweg wieder abbremsen sollte. Nein! Nur nicht unbedingt da. Bin an der Bank schon vorbei. Ja. Wo war meine Bank? Weiter oben? Weiter links. Weiter links? Ist dran vorbeigeflogen. Oh, stimmt. Ja. Die hat halt auch so eine Titanfarbe. So. Also. Hier kam ich nicht hoch. Nein, wir hatten gesagt rot. Da bin ich einmal unten rum. Hier unten waren die ganzen Grimmschlunde, oder? An der Decke. Aber da ist kein Weg nach unten, also haben wir da nichts verpasst. Doch, da war was. Aber da ist kein Weg eingezeichnet. Aber da war es. Ich habe es deswegen extra nochmal kurz nachgeguckt. Heißt das, ich soll da jetzt erstmal nach unten? Würde ich schon holen, ja. Ob ich im Tiefnest wieder lande? Das heißt, ich muss ja dann wieder zu den Grimmschlunden zurück. Aber wo muss ich denn dann Pause machen? Hier rüber. Direkt davor gelandet. Ja. Just as planned. Am besten von der linken Seite dann. Ich glaube, der Weg ist dann kürzer. Oder beziehungsweise mit weniger Gegnern behaftet. Also es ist, müssen wir mal so zeigen, da wo so dieser kleine Knick runtergeht. Okay. Hier nochmal runter. Ich hatte halt die Hoffnung, wenn da was ist, dass es auf der Karte angezeigt wird. Und ich dementsprechend da nicht nochmal hin muss. Wie viele Schläge braucht er eigentlich? Das waren jetzt 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Schon einiges. Eklige Zahl. Schon. Aber ich habe leider noch kein zweites bleiches Erz gefunden, um meinen Nagel zu upgraden. Dann würde der ein bisschen weniger aushalten. Dann würde das wahrscheinlich nur 10 Schläge sein. Kann ich dich von hier aus treffen? Aber da ist noch einer.
Nein, wollte wieder hoch. Nein? Ja, nein, vielleicht. Ich kann an der Wand halt leider irgendwie nicht so nach unten schlagen, wie ich das gerne möchte. So, der Grimmschlund da unten. Was machen wir mit dem? Ignorieren und wenn du hier an der Wand runter rutscht, rechts rüber dashen und über ihn hinweg quasi. Aber wie dashen? Also wirklich unendlicher Dash? Nee, der das ist natürlich doof jetzt, dass die beiden gleich den gleichen Namen haben, aber ja. Genau so. Okay. Will der reden? Du kannst gegenschlagen. Oder reingehen. Reingehen? Oh, ein Schlüssel. Kollege? Meins. Nicht mehr. Okay. I guess. Das Gute ist, weil... Ich wollte gerade fragen, du kannst einfach rüber dashen, aber du bist jetzt leider nicht auf der Höhe. Ich muss ihn jetzt leider irgendwie bekämpfen. Ich treffe ihn nur die Hälfte der Zeit nicht. Es tut mir leid, das dauert jetzt einen kleinen Moment. Aber da müssen wir durch, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich finde es interessant zu beobachten, dass du die meiste Zeit, wenn du in der Luft schlägst, immer nach oben statt nach vorne schlägst. Machst du das absichtlich oder aus Versehen, weil du gerade zufällig nach oben gedrückt hältst beim Springen? Wahrscheinlich eher aus Versehen. Als ob der noch genau in die Lücke geschossen hat. Frech. Der Schlüssel kam erst mit dem DLC. Huh. Okay. Ja gut, es kann sein, dass durch den DLC du einen Schlüssel mehr brauchst. Und deswegen musst du natürlich irgendwo noch einen Schlüssel hinparken. Ja. Nach oben. Dann wiederum ja. Ich glaube, ich weiß auch, wo man einen Schlüssel braucht. So. Noch weiter nach oben. So, jetzt sind wir wieder hier. Mhm. Das heißt, bislang haben wir alles geholt, außer die Stelle, wo wir zu klein waren. Dann nach links. Der sieht nicht so gesund aus. Ich glaube, irgendwie sein Zementgehirn läuft da ein bisschen aus. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Bossraum. Sieht nicht nur so ein bisschen danach aus, jetzt wo die Tür zu ist. Da mal in der Ecke. Vielleicht bleibe ich auch lieber auf der anderen Seite. Ein bisschen mehr Abstand. Zerbrochenes Gefäß. Was sieh mal einer an. Machst du die gleichen Angriffe, die ich auch kann? Nicht unbedingt die gleichen. Oh, nicht auf mich drauf. Schnell Fokus, so gut. Kannst du bitte nicht auf mich drauf springen? Oh, da kommt ein Blobbel. Das sind viele Sachen, die da rumfliegen. Okay. Nein! Okay. Uch, der ist flott unterwegs. Autsch.
Der ist echt flott unterwegs, der Typ. So ein bisschen wie so, woran erinnert mich das? Woran erinnert mich sein Unterkörper? An Palmon? Ja. An irgendwas erinnert mich sein Unterkörper. Ich sag mal, wenn es das zerbrochene Gefäß ist oder eins der zerbrochenen Gefäße und er so ähnlich aussah wie wir. Ich meine, die Frage ist jetzt, ist das quasi einfach irgendein Gefäß oder das Gefäß, was aktuell undicht ist? Aber ich fand, er hatte so ein bisschen Ähnlichkeit mit uns, mit der Stampfattacke, die er auch machen konnte und so. Er hat nur ein paar mehr Minions gehabt als ich. Und bremsen. Also, dass der natürlich in gewisser Weise mit der Lore verknüpft ist, das sieht man ja, glaube ich, auch schon rein optisch und vom Namen her. In gewisser Weise. Das finde ich echt cool. Ich meine, du sagtest, wenn ich zu einem Boss will... Nein! Ich bin abgerutscht. Gut, dass du die Stacheln gefallen bist. Warum komme ich da nicht rüber? Moment, ich muss zurück zur Bank. Das ist mir jetzt zu blöd. Warum auch immer ich da jetzt nicht rübergekommen bin. Weil irgendwie das letzte bisschen war ein bisschen flutschig. Gut, dass die Bank nicht weit weg ist. Also keine Ahnung, ob er jetzt irgendwie... Es gibt scheinbar mehr als einen unserer Art, weil wir haben ja schon öfters Überreste gefunden von Leuten, die so aussahen wie wir. Also ich glaube, das mit der Lore ist bestimmt ganz cool. Plus, der Kampf sah eigentlich auch ziemlich cool aus. Aber es war halt wieder sehr viel, was durch die Luft geflogen ist. Also sehr viel, worauf man sich gleichzeitig irgendwie... Aber ich glaube, dich haben eher die Blobbles aus dem Boden gereckt. Du bist im Gefühl, jedem wurde da reingesprungen, weil die einfach genau da kamen, wo du gerade hingesprungen bist. Gerade noch so gerettet. Du bist in jeden Blobbel reingesprungen, weil die genau da immer waren, wo du auch warst. Gerade so gerettet. Kleiner Lurker. Aber wenn du schreibst, ich finde die Musik von dem toll, generell die Musik von Gefäßen, heißt es, es gibt mehr als eins? Das klingt so, als wenn es mehrere davon geben würde. Ich weiß gerade gar nicht, was damit gemeint ist. Wenn ja, sind das so Informationen, die ich nicht unbedingt brauche. So als Info für die Zukunft. Okay, dann versuchen wir das doch nochmal. Also, der war ziemlich flott unterwegs, der konnte dashen, der konnte springen und Stampfattacken machen, der hatte diese Blobbel, die aus dem Boden kamen, der hatte diese eine Attacke, wo ganz viele Blobbel plötzlich kamen und er hatte später auch eigenständige Blobbel. Und ich glaube, wir hatten zumindest ein... Kommt drauf an, ob der jetzt drei, in Anführungszeichen, Phasen hat oder vier oder fünf, aber eins hatten wir ja prinzipiell, da hat er ja kurz Pause gemacht. Ein Stagger. Ja, genau. Mal gucken. Aber wie gesagt, ich wollte zu einem Boss und du hast mich abgestellt. Ja. Das ist ein cooler Boss. Ja, aber den muss ich jetzt erstmal wieder lernen, ähnlich wie Hornet oder die Mantisfürsten. Das kann halt ein bisschen dauern. Der war schnell unterwegs. Dann kündigt er seine Attacken schön an. Ja. Fällt gerade ein, dass da ich kann nicht mehr reden. Ich rede später. Ich glaube, sein... Ja, seine Blobbel aus dem Boden und sein enormer Dash. Und generell alles, was er so schießt. Ich komme noch nie dazu, mich mal ein bisschen mehr zu heilen, um dann wieder
weiterzumachen. Ich glaube, was mich so ein bisschen gekillt hat, ist die Tatsache, dass ich... Punkt 1, die Tatsache, dass ich mich immer heilen wollte und er mich einfach nicht gelassen hat. Punkt 2, sein Dash. Der war nämlich teilweise doch ein bisschen weiter und ein bisschen flotter, als ich gedacht hätte. Aber wir müssen ihn ja auch erstmal lernen. Nee, was ich eigentlich sagen wollte, man könnte ja potenziell die noch austauschen für den Boss. Klar. Das war eigentlich das, was ich sagen wollte. Muss ja eh nur gerade auslaufen. Heißt, eher der wieder rein. Das wollte ich gerade schon gemacht haben, aber ich habe nicht dran gedacht. Und das wollte ich während dem Kampf auch gesagt haben, aber ich kam irgendwie nicht dazu. Einfach konzentrieren. Ja. Noch lasse ich mich sehr oft treffen bei ihm, aber ich muss ja auch erstmal irgendwie so ein bisschen reinkommen. Vor allen Dingen habe ich erst so ein bisschen gedacht, der ist vielleicht ähnlich wie Hornet, weil die ist ja auch immer gedasht, aber er hat gefühlt ein bisschen mehr Reichweite. Da muss ich mich erstmal wieder so ein bisschen dran gewöhnen, beziehungsweise auch ein Gefühl für kriegen. Aber der Weg ist eigentlich sehr nett. Mhm. Du hast unterwegs halt auch noch zwei Gegner, die du mitnehmen kannst. Also der ist schon ordentlich, aber der ist zumindest... Der ist so eine Mischung, finde ich, aus so Bossen wie Hornet, Seelenmeister, Mantisfürsten, die man einfach lernen kann anhand des Musters. Mit so ein bisschen was vom Grimmschlund und seinem Blobbelzeug, was ich ja eigentlich nicht so gerne mag, weil das für mich immer so ein bisschen unberechenbar wirkt. Es ist hier nicht unbedingt unberechenbar, aber es ist so eine Mischung so ein bisschen. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall schon lernbar. Ich glaube, ich muss erstmal so ein bisschen herausfinden, was die beste Taktik ist, auch wann ich vielleicht dashe. Und wann ich mich heilen kann. Die Sache ist, in Bezug auf das mit den mehreren Gefäßen. Wenn du sagst, ich würde Janja gern erklären, was ich meinte, aber das würde Svenja spoilern. Heißt, deine ursprüngliche Aussage hat doch auch schon gespoilert. Und wir hatten einfach nur Glück, dass wir sie nicht verstanden haben. Das ist doch irgendwie doof, oder? Ich meine, ich habe es, wie gesagt, nicht verstehen können, deswegen ist es ja in Ordnung, außer dass es potenziell vielleicht die Intention hatte, dass es mehr als ein Gefäß gibt, aber merkst du selber, ne? Dass das jetzt nicht unbedingt so das Ganze besser macht. Okay. Hallo. Aua. Der hat aber auch eine Reichweite. Und jetzt kommt so der Plot-Twist. Wenn ich gelevelt habe, dann hat er auch gelevelt. Nach dem Motto, wenn ich den Langlagel drin habe, dann hat er den auch. Oh, das war gut gedacht, aber leider in die falsche Richtung gedasht. Nein, heilen ist eher... Um Gottes Willen! Wann soll ich mich denn hier mal heilen? Das war... Nein, da war ich. Nein! Ich hab's kaum gesehen. Wie er über mir war, ich schon so. RIP. Aber ich glaube, mit dem Dash komme ich ein bisschen besser klar bei dem. Weil man sehr gut eigentlich wegdashen kann, wenn er gerade springt. Ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht gewesen. Joa. Schon mal wieder was gelernt. Aber heilen ist immer noch ein bisschen schwierig. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl,
aktuell noch, dass das Heilfenster so ein bisschen glücksbasierend ist, wo du gerade stehst, wo er gerade steht, wo seine Blobbel gerade herkommen. Also, dass man wirklich keinen Punkt hat, wo man sagt, okay, da kannst du sicher heilen. Da musst du, glaube ich, einfach situationsabhängig gucken. So, aus aktueller Sicht. Ob das jetzt wirklich so ist, kann ich noch nicht sagen. So, flupp. Flupp. Habt ihr das auch manchmal, dass ihr das Gefühl habt, ihr habt so ein Haar irgendwie auf dem Arm und dann ist da gar nichts? Oder ihr findet es dann erst 2 Stunden später? In eurer Unterhose. Das normalerweise nicht. Also. Ja, da sollte ich auch wegdashen. Ich glaube, mein größtes Problem ist noch sein Dash. Weil ich da nicht so schön wegdashen kann, wie ich gerne hätte. Beziehungsweise dann so ein bisschen umswitchen muss und hochspringen muss. Nein, da war kein gutes Heilfenster. Nein, doch nicht direkt auf mich drauf, du Sack. Ja, ich muss noch so ein bisschen gucken, wann heilen, wann dashen, wann springen. Blobbelchan, bleiben Sie weg. Nein, Blobbelchan hat mich, weiß ich nicht, ich wüsste, was Jan sagen würde. Was denn? Gekockblockt. Nein! War ich nicht schnell genug. Und da bin ich zu früh gedasht. Spring doch nicht auf meinen Kopf. Kann er bitte seine Freunde zu Hause lassen? Jetzt stehe ich hier nicht gut. Ich komme noch nicht so weit. Nein! Nicht so weit. Mindestabstand 1,5 Meter. Der war intens. Der ist jetzt aber tatsächlich früher gestorben, als ich gedacht hätte. Uff. Der war cool. Der hat mir gut gefallen. Ja. Aber tatsächlich, wie gesagt, aus den vergangenen Bossen hätte ich gedacht, dass der noch länger durchhält. Weil ich ihn jetzt noch nicht so oft gestaggert hatte. Mhm. Und ihn eigentlich auch gar nicht so oft getroffen habe,
weil ich ja sehr viel weggedasht bin. Aber ich glaube, das war eigentlich eine ganz gute Taktik mit dem Wegdashen, weil du ihm so eigentlich ziemlich gut ausweichen konntest. Quasi, wenn er springt, einfach drunter durchdashen. Und wenn du quasi, ich meine, die Tür da hinten ist noch zu, deswegen ich freue mich noch nicht zu früh. Aber wenn du quasi direkt ganz zur Seite dasht, kannst du dem eigentlich ganz gut ausweichen. Wie hast du den so gemacht? Ähnlich wie du. Ja. Ausweichen, draufschlagen, fertig. Auch mit Dashen viel? Je nachdem, entweder springen oder dashen, was sich gerade anbietet. Ich glaube, das einzige Problem ist eigentlich, wenn ich die ganze Zeit dashe, dass ich dann manchmal Probleme habe, von Dash auf Springen umzustellen. Aber so fand ich den echt cool. Ja, ich glaube auch, dass man eigentlich, wenn man ihn kurz gestaggert hat, eigentlich sich heilen sollte. Es ging auch so zwischendurch. Aber ich bin immer zu voreilig. Ich hau einfach weiter drauf und merke halt, dass der gestaggert ist, ja, und box weiter. Ich glaube nur, es war schon arschknapp mit dem Heilen. Teilweise. Schon. Aber der war echt cool bis dato. Mal gucken, ob der noch eine Phase hat. Aber der an sich ist schon mal verzeichnet bei uns. Da kam das Zeichen. Ja. Also ist der schon mal tot. Aber das war cool. Hat jetzt auch gut geklappt. Was waren das? 5 Versuche? 3? 4? Also, ne? Und weil ich schon so ein bisschen tense war, weil ich doch teilweise sehr runtergeprügelt war. Also irgendwas so um den Dreh. Wir machen hier eh keinen Death Counter. Da geht's runter. Da geht's runter. Einbahnstraße. Aber ich fände das wirklich cool, wenn es mal so einen Boss gäbe, der wirklich, wenn du gelevelt bist, ist der auch gelevelt. Weil der hatte ein bisschen Ähnlichkeit natürlich vom Moveset her. Mit der Leiche noch Gedanken lesen. Ich glaube, jetzt komme ich nicht mehr hoch. Sonst hätte ich das gemacht. Kannst du ja später nochmal dran vorbeilatschen. Ja. Habe ich wenigstens mal einen richtigen Bosskampf heute gehabt. Der Zwischenmonster bei der Bank, der zählte ja nicht wirklich. Ach ja, ich habe ja jetzt natürlich meine Talismane abgelegt. Das heißt, ich kann gar nicht sehen, wo ich bin. Aber die Karte ist sowieso nicht aufgedeckt. Mhm. Das Einzige ist halt, dass mein Geoschwarm jetzt nicht aktiv ist. Hier ist eh zu Ende. Höher springen. Ich habe Flügel gesehen. Monarchenflügel. Drücke B, während du in der Luft bist, um mit den Flügeln zu schlagen. Nutze diese ätherischen Flügel, um über Feinde hinwegzugleiten und neue Wege zu entdecken. AKA der Doppelsprung, würde ich mal behaupten. Nice. Die sehen auch richtig geil aus. Die sehen. Also ich finde, Moment, der Kristalldash sieht richtig cool aus, wie die Kristalle da erscheinen. Das ist wunderschön da in diesem, ja, Rahmen gewesen. Also das war heute die erste Fähigkeit, die wir bekommen haben mit dem Dash. Finde ich super cool. Also, sieht super stylisch aus, ist super praktisch. Und dass wir jetzt noch den Doppelsprung bekommen haben, ist schon richtig geil. Du verstehst, warum ich meinte, die Bank sieht sehr schön aus. Oh ja. Stell dir vor, du wolltest jetzt backtracken, hättest jetzt einen Teil gebacktrackt, hättest jetzt dann die Monarchenflügel bekommen und müsstest nochmal backtracken. So ein bisschen Bayonetta-mäßig, oder? Mit den Flügeln, die da erscheinen. Ja. Schon, du hast 3 Fähigkeiten bekommen, den Schattensturz ja auch. Den ich noch nicht benutzt habe. Ja. Es ist, glaube ich, einfach eine Stampfattacke, die Schaden macht. Richtig geil aussieht. Ich muss die habe ich auch gerne teilweise irgendwann verwendet. Ich muss nur noch so ein bisschen gucken, wie ich den Doppelsprung gut time. Weil da bin ich noch nicht so ganz drin.